Die Polizei muss nicht lange warten. Schon kommt ein Geisterradler in die Kontrolle gefahren. Auf der falschen Seite gegen den Verkehr ist der junge Mann an diesem Morgen unterwegs. Das gibt eine Verwarnung, eine Ordnungswidrigkeit, die kostet 20 Euro. Zahlbar am besten noch vor Ort, auch Kartenzahlung ist möglich. Wirklich kein Einzelfall. Und weil so viele Radler durch den Verkehr geistern, sieht die Polizei in Augsburg Handlungsbedarf. Wir wollen die Verkehrssicherheit verbessern, insbesondere im Hinblick auf Radfahrer. Die Radfahrer, insbesondere Geisterradler, sind hier an der Stelle sehr auffällig, haben relativ viele Unfälle mit Geisterradlern. Und um die allgemeine Verkehrssicherheit und die der Radfahrer zu verbessern, haben wir jetzt heute eine große Kontrollaktion, wo die Fahrradfahrer eben auf die Problematik hingewiesen werden. Die Gefahr an Kreuzungen? Der Autofahrer will nach rechts einbiegen, also achtet er besonders auf die Autos, die von links kommen. Mit einem Radler von rechts rechnen da die wenigsten. Und das ist ein ganz klassisches Beispiel für Unfälle mit Geisterradlern. Gedrängt hatte die Verkehrswacht Augsburg auf diese Kontrollen. Eigentlich schon vor 3 Jahren. Jetzt endlich nach der Pandemie kann die Aktion starten. Ist denn das, die Problematik Geisterradler, ist die so akut, ist die so groß? Ja, auf jeden Fall. Wir sehen es an den Unfallzahlen, die wir von der Polizei immer wieder gemeldet kriegen. Und insbesondere die Dunkelziffer ist sehr hoch. Sehr viele Fahrradunfälle, wenn 2 Fahrräder gegeneinander fahren oder Fahrrad gegen Fußgänger, werden gar nicht gemeldet. Und die Dunkelziffer ist dementsprechend hoch. Bei den Radlern selbst kommen solche Kontrollen mal mehr, mal weniger gut an. Auf den technischen Zustand der Fahrräder schauen die Beamten bei allen, die da kommen. Dass einer zugibt, manchmal auf der falschen Seite zu fahren, bleibt eine Ausnahme. Hand aufs Herz, machen Sie das ab und zu? Mache ich auch ab und zu, gebe ich zu. Aber gut, nachdem ja die Kontrolle jetzt aktuell mehr wird, würde ich es wahrscheinlich auch nicht mehr tun. Wobei in sehr gefährlichen Situationen fahre ich dann doch lieber auf dem Gehweg oder schiebe dann, wenn wirklich Fußgänger kommen. Also ich gefährde niemanden. Kreuzungen und Einmündungen in Augsburg, an denen immer wieder Unfälle mit Falschfahrern passieren, bekommen in diesen Tagen Schilder, die auf die Gefahr aufmerksam machen. Die Statistik macht die Dringlichkeit deutlich. Seit 2019 gab es allein in Augsburg jedes Jahr über 100 Unfälle mit Geisterradlern. In vielen Fällen mit leichten Verletzungen, in manchen aber auch mit schweren. Kontrollen, so wie heute, laufen noch die gesamte Woche im Augsburger Stadtverkehr.